in Looking for Freedom. Das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall. Hier läuft das BB-Radio-Spezial 30 Jahre Mauerfall. Krause, ich glaube, als die Mauer fiel, warst du gerade frisch aus dem Knast raus. Und viele fragen sich natürlich, wieso warst du eigentlich damals im Knast und wieso bist du kurz vor der Wende rausgekommen? Du warst ein Opfer des DDR-Systems, kann man so sagen? Also du musst verstehen, wenn du so aussahst, wie ich aussah. Ich habe auch ein tolles Buch darüber geschrieben, da ist auf dem Cover vorne ein Foto von mir drauf mit so Haaren wie Robert Smith und dann musstest du weg. Es gab bestimmte Dinge, die einfach nicht in die DDR gepasst haben. Das eine sind politische Meinungen, das andere ist aber auch ein Auftreten, ein äußerliches Auftreten. Das heißt, wenn du dann aussahst wie ein Punk, wenn du in einer Band spielst, die teilweise selber Texte schreibt, wenn du dann zwangsläufig, weil du nichts hattest, dann Möglichkeiten zum Musikmachen in der Kirche suchst, die eigentlich so Schnittstelle waren zwischen Westberliner Künstlern und Ostberliner Künstlern, wenn du dann mit dem Sohn von Manfred Bofinger groß wirst, der auch reisen dürfte, dann bist du immer im Fokus dieser Obrigkeit. Bofinger müssen wir kurz erklären, das war damals in der DDR ein sehr bekannter Kinderbuchautor, genau. Und der hat dann auch sehr viel mit dem Eulenspiegel zusammengearbeitet, also ein ewiger Provokateur, der das aber auch auf eine ruhige, sehr intelligente Art und Weise gemacht hat. Solche Leute waren aber nicht erwünscht, weil solche Leute waren im Prinzip das Auge für den kleinen Bürger in Richtung große Welt, die es ja eigentlich nicht geben dürfte. Und wenn du damit zu tun hast und du warst sehr jung, dann wusste wahrscheinlich jeder schon, dass irgendwann aus dir irgendwann ein Provokateur wird, der nicht in das System passt oder nicht in das passt, was sich der Osten versucht hat, da zu bauen. Und deswegen musstest du irgendwann absortiert werden. Dafür wurden Gründe gesucht. Als ich verhaftet wurde, ich wusste gar nicht, warum ich da war. Das heißt, das wird dir auch nicht erklärt. Du wirst da zusammengestuckt. Ich kann dir was erzählen über ersten zwei Nächte in einer Zugangszelle. Da geht alle Stunde ein Licht an. Da kommen zwei Typen rein, ein Gitter knallt. Und wenn du nicht schnell genug in der Ecke stehst, deinen Namen sagst und warum du da bist, egal ob du weißt, warum du da bist oder nicht, dann wird dir das erklärt. Auf eine ganz harte Art und Weise. Ich stelle mir das vor, dass das ähnlich wahrscheinlich bei den Nazis so sein wird oder sonst was. Also du bekommst eine Repressalie. Ich war nach 48 Stunden weit, dass ich alles unterschrieben hätte, was die mir vorgelegt haben. Ich wollte einfach nur meinen Frieden haben. Ich war 19 Jahre alt. Ich war frisch verliebt. Ich war ein Jugendlicher, der dachte, dass er in irgendeiner Form noch eine Selbstbestimmung in sich erfährt. Und mir wurde ganz schnell erklärt, wer ich bin und was ich bin und dass ich überhaupt nichts zu sagen habe. Das heißt, dieser Staat hat am Ende nichts geduldet, was nicht in sein System gepasst hat. Es fing in der Schule an und das endete in irgendwelchen Betrieben oder irgendwie so. Du wusstest nicht, warum die dich damals eingesperrt haben. Und du musstest dann im Knast erstmal eine Lösung finden, warum du überhaupt da bist und erstmal für dich klarkommen, wie lange du da drin bleibst und dass dein Leben sich komplett ändert. Du hast, das nennt sich Vernehmer, da kommt dann einmal in der Woche ein Polizist, einer in der Staatssicherheit, und der wirft dir dann ein paar Schnappen hin. Der sagt, okay, sie haben das und das und das gemacht. Und dann verneinst du und dann holt er sich einen zweiten Beamten dazu, flüstert ihm was ins Ohr. Und dann empfiehlt er dir, kooperativ zu sein, sonst kann er mir nicht helfen. So, dann lässt er dich mit diesem Gedanken 8 Stunden in einer Zelle sitzen und dann kommst du zurück auf die Zelle, wo Leute sitzen, die mindestens 7 bis 10 Jahre schon auf dem Buckel hatten. Ich sage auch nicht, dass im DDR-Gefängnis alle umsonst oder unschuldig gesessen haben. Es gab auch viele, die dahin gehört haben, die wirklich Gewalttäter waren, die Verbrecher waren. Und Leute wie ich wurden bewusst in diese Zellen mit reingesteckt. Wenn du denn jemanden hast, der jemanden umgebracht hat, der noch 12 Jahre zu sitzen hat mit Stirntattoos und kommst da rein und bist 19, dann wurde hingenommen, dass du ein zweites Mal gebrochen wirst. So, und das wurde ganz bewusst provoziert. So, und dann lassen sie dich mit diesen Leuten wieder eine Woche alleine, bring dich wieder in den Keller und dann geht dasselbe Spiel los. Und das haben die 3 Monate gemacht. Ich habe 3 Monate keinen Anwalt gesehen, ich habe keine Mutter gesehen, ich habe keinen Besuch gehabt, ich habe gar nichts gehabt. Mir wurde vorgeführt, was passiert, wenn du nur den Gedanken hast, zu flüchten. Also es gab eine Haftanstalt Rummelsburg, es gab einen Hundekäfig ringsherum. Da waren um die 20 Hunde, alles Schäferhunde und Rottweiler. Und diese Hunde waren abgerichtet auf die gelben Streifen, die auf den Häftlingsjacken waren. Und bei der Einweisung in die Haftanstalt haben sie eine Puppe genommen, haben die Jacke übergezogen, haben sie durch das Zwinger gefahren, um den Leuten zu zeigen, was die Hunde mit diesen gelben Streifen auf den Jacken machen. Also alles, was dort stattgefunden hat, war psychischer Terror, Drangsalierung bis hin zu, die gucken weg, wenn dann körperliche Gewalt stattgefunden hat. Das heißt, in diesem ganzen Zyklus kriegst du gar nicht mehr mit, was die von dir wollen oder nicht von dir wollen, sondern du willst einfach nur, dass es aufhört. Also ich habe da Situationen durch, irgendwann, also ich muss eine Entscheidung für mich selber treffen. Ich konnte jetzt weiter nach draußen heulen, ich konnte weiter heulen, dass ich da bin, oder ich finde mich mit diesem Kram ab, der da gerade stattfindet. Ich glaube, dass viele Menschen, die ich da drin habe, zerbrechen sehen,
nicht mit draußen abschließen konnten und vielleicht nicht die Energie hatten, dagegen zu arbeiten. Also du hast genau diese Chance. Finde dich ab mit dem, was du bist. Nimm diesen Kampf an. Du kannst ihn nicht gewinnen, du musst ihn nicht gewinnen. Du kannst es dir aber auch nicht gefallen lassen. Oder du zerbrichst. Nachher, als diese Flüchtlingswelle im Sommer eingesetzt hat, gebe ich mal ein Beispiel. Es kam ein Lehrer auf meine Zelle. Der ist zu einer Beerdigung in West-Berlin gewesen und wollte nicht zurückkommen und hat versucht, seine Familie nachzuholen. Das haben sie nicht zugelassen und dann haben sie ihm gesagt, wenn er zurück in den Osten kommt, bekommt er Straffreiheit. Und dann kam er Friedrichstraße rüber, der wurde sofort verhaftet. Im Funkwagen wurde ihm mitgeteilt, dass seine Frau im selben Augenblick verhaftet wird und die Kinder kommen jetzt ins Heim. Das war der Osten und das war der Osten, wie ich ihn kannte und deswegen war für mich der Moment der Befreiung. Ich kann es heute gar nicht sagen, ich kriege eine Gänsehaut nach der anderen. Das war nicht nur einfach eine Mauerfeld und ich kann jetzt reisen oder es gibt eine bunte Hose, sondern es war für mich ein tiefgründiges Ding. Hurra, wir haben gewonnen. Sowas darf einfach nicht gewinnen. Sowas wie ein Regime, was Leute unterdrückt, darf einfach nicht gewinnen. Du warst verurteilt für etwas, das du nicht getan hast und kamst am Ende dann trotzdem ein Jahr früher raus, als ursprünglich festgelegt wurde. Ich habe 2 Jahre bekommen für etwas, also bei der Gerichtsverhandlung kam kein Geschädigter, es gab keinen Gegenanwalt, es gab gar nichts. So, ich saß da, ich wurde reingeführt, musst dir vorstellen, du kommst mit 4 anderen Häftlingen zusammengekettet an den Füßen und ein Wärter, der dich reinführt, die drehen dir eine Knebelkette an das Ring. Alles bewusst, um zu erniedrigen. Und dann siehst du deine Freunde, siehst deine Mutter weinend in der Ecke stehen. So wirst du in einen Gerichtssaal geführt, wo ein Richter einfach nur vorliest, was das Urteil ist. Also es findet in dem Sinne gar keine Verhandlung statt, sondern es wird einfach verurteilt und Feierabend. Und du hast es halt hinzunehmen. Ich habe dann nur aus dem Gerichtssaal gehört, mach dir keinen Kopf, du kommst raus. Du glaubst gar nicht, was hier draußen los ist, mach dir keinen Kopf, es ist bald vorbei. Und ich hab damals natürlich nicht verstanden, was die im Gerichtssaal von mir wollten, weil du kriegst im Knast keine Zeitung, du kriegst kein Radio, du hast keinen Fernseher, du hast nichts. Und jeder versucht dir mitzuteilen, was da draußen gerade losgeht, wird sofort von den Wärtern im Keim erstickt. Ich habe Freunde, die haben noch über diese Maueröffnung im Knast weitergesessen. Die sind im April 1990 entlassen worden. Das heißt, dieses Chaos in diesem Grenzwirrwarr hat dafür geführt, dass kein Ministerium, keine Staatsanwaltschaft, keine Polizei mehr richtig funktioniert. Jetzt hast du Menschen im Knast, die gucken sich im Gefängnis bei einer Revolte im Fernsehen an, dass die Mauer fällt. Und jeder Grund, warum sie da sitzen, existiert auf einmal gar nicht mehr und die werden trotzdem nicht rausgelassen. Die haben da alles angezündet, was war. Also du musst dir die Situation direkt diese Wochen und Monate nach diesem Grenzübergang, das war ein reines, das war Anarchie, das war Chaos, das war etwas, was keiner mehr unter Kontrolle hatte. So, und ich habe mir dann hinterher die Frage gestellt, auch ein guter alter Freund, der hat den ersten Tattoo-Laden in Ost-Berlin eröffnet, der kam im April raus, der hatte 4 Jahre abgesessen, politisch, wie der in diesem Knast sitzt, nur politisch verurteilt und die Mauer fällt und die Tür geht immer noch nicht auf. Das musst du dir vorstellen, wie du da drinnen sitzt und wie sich kein Wärter mehr in die Station getraut. Die haben Häftlinge nur noch das Essen reinfahren lassen. Die haben sich nicht mehr in die Gänge getraut, weil sie wussten, die reißen uns hier den Kopf ab. So, und die konnten nichts machen. Das heißt, es kam kein Befehl, es gab kein Kommando, es gab keine Aufforderung, diese Leute aus dem Gefängnis zu lassen. Na klar, ging auch nicht, weil wer war denn jetzt ein wirklich verurteilter Straftäter? Wer war jetzt ein Politiker? Das wurde hier alles zusammengeschmissen. Und ist in diesem Chaos einfach untergegangen. Also es war, ich habe das erste Mal Luft geholt, als ich eine Freundin in West-Berlin kennengelernt habe, weil du brauchtest auch eine Wohnung in West-Berlin. Da habe ich gleich noch 2 Freunde mitgenommen, wir sind da alle eingezogen. Und als ich dann das erste Mal eingeladen wurde, ich bin nach Amerika geflogen. Und ich glaube, dass mir dann so 3-4 Monate später, ich glaube, das war Ende März, saß ich in einem Miami an einem Strand, hat mir ein Mädchen, mit der ich damals auch über 10 Jahre zusammen war, ein Flugticket nach Miami bezahlt. Und dann kommst du aus dieser ersten Befreiung Knast raus, dann kommst du aus dieser Mauerfallsbefreiung raus, dann kommst du aus diesem grauen Winter mit viel Emotion, aber auch mit vielen Gedanken, die du bis heute teilweise nicht richtig verarbeitet hast und sitzt auf einmal in Miami Beach an einem Strand unter einer Palme und weiß gar nicht, was mit dem Knall, was ist ja jetzt auf einmal passiert und glaubt, dass sich da das erste Mal alles bei mir entladen hat. Das erste Mal habe ich mich wirklich frei gefühlt.